Ja, wir sind da heute an der Schwechat in der Dreiskirchener Au. Einer der letzten naturnahen Abschnitte in der Schwechat. Sehr große Habitatvariabilität und an und für sich ausgezeichnete Bedingungen, um Jungfisch auszubringen. Und in dem Zusammenhang haben wir von dem Nasenerbrütungsprojekt 50.000 kleine Nasen in der Au jetzt verteilt, an entsprechenden Jungfischhabitaten, strömungsberuhigten Buchten, Hinterwässern, möglichst frei von anderen Fischen oder wenig Weißfisch, insbesondere Aitel, die die Garnfisch am Anfang fressen, und haben somit die Nasen über die Rampen wieder hinaufversetzt in einen Lebensraum, wo sie bis vor wenigen Jahrzehnten noch vorgekommen sind. Mittlerweile ist der Abschnitt abgeschnitten durch mehrere nicht fischbasierbare Bauwerke. Unter von denen haben wir den Leichtfischfang durchgeführt und haben einige 10.000 Fisch jetzt da ausgelassen.